Also ich begrüße Sie zur heutigen zweiten Vorlesung zur technischen Informatik, also DT. Ja, und wir werden uns heute befassen mit dem Thema, was vielleicht erstmal ein bisschen sperrig erscheint und wo Sie vielleicht glauben, das kennen Sie alles schon. Zahlensysteme und Codierung wird das Thema sein. Ja, und kann ich nur sagen, aus der Erfahrung der letzten Jahre, unterschätzen Sie das nicht, hören Sie durchaus mal zu. Und natürlich wird es einige unter Ihnen geben, die können das schon daherbeten und wissen das alles schon auswendig. Aber es wird andere geben, die noch Schwierigkeiten haben. Ja. Also deswegen habe ich ja auch gesagt, versuchen Sie sich mal untereinander kennenzulernen, Lerngrüppchen zu bilden, was gar nicht schlecht ist. Und vielleicht lernt auch jemand, der ein bisschen besser ist, auch von einem, der vielleicht nicht ganz so gut drauf ist, etwas. Und versuchen Sie das mal zu beherzigen. Es gibt hier einen kleinen Werbeblock. Ja, es geht hier um dieses Stipendium für die Begabtenstiftung Informatik. Das haben Sie gerade schon gesehen. Ja. Sie bekommen die Folien ja auch. Schauen Sie da mal rein. Da wird ein Projekt gesponsert. Da will ich jetzt aber auch nicht weiter darauf eingehen. So, also heute Zahlendarstellung und Codierung. Das ist das, was wir besprechen wollen. Wir wollen uns also erstmal mit Zahlensystemen befassen, dann mit der Darstellung negative Zahlen. Ja. Das hört sich so einfach an, negative Zahlen, aber Sie werden sehen, so ganz trivial ist das gar nicht. Ja. Darstellung von Fest- und Fließkommazahlen, also so weit werde ich maximal heute kommen. Ja. Und dann in den nächsten Stunden Codierungen zur Zahlen- und Zeichendarstellung und fehlerkorrigierende Codes. Ja. Also Hamming-Codes werden wir insbesondere betrachten. Ja. Das ist also jetzt mal so der Plan für die nächsten Stunden. Ja, vielleicht zur Einführung. Menschen rechnen typischerweise im Dezimalzahlensystem. Ja. Die Rechner typischerweise im Dualsystem, muss übrigens nicht sein, aber die Rechner, die wir so kennen und die wir in der Vorlesung betrachten, die rechnen im Dualsystem. Wir können uns auch ganz andere Rechner vorstellen, ja. Da kann ich Ihnen mal irgendwann in Ruhe was erzählen. Ja. Es gibt auch Rechner, die in Winkelsystemen rechnen und so weiter. Das kann man alles machen, aber wir gehen davon aus, dass wir in Dualzahlen rechnen. Wir brauchen also eine Konvertierung von den Dezimalzahlen zu den Dualzahlen. Wir können natürlich Oktal- und Hexadezimalzahlensysteme betrachten. Der Vorteil ist, wenn wir das machen, dass wir 1:1 umrechnen können, ja, zwischen Dualzahlen, Oktalzahlen und Hexadezimalzahlen. Das werden wir gleich noch besprechen. Ja, wir können also 1:1 umrechnen, müssen also da keine großen Konvertierungen durchführen. Und das ist der Vorteil dabei. Ja. Und die nehmen wir vor allem, wir nehmen Hexadezimalzahlen, um die langen Dualzahlen überhaupt für den Menschen darstellbar zu machen. Ja, und jetzt möchten wir im Prinzip die Zusammenhänge und die mathematischen Grundlagen dieser Zahlensysteme verstehen. Und wie gesagt, für den einen oder anderen mag das langweilig sein oder er meint zumindest, es wäre langweilig. Ja, aber seien Sie vorsichtig, wir hatten schon die ein oder andere mündliche Prüfung mal, wo dann sozusagen der Erfolg der mündlichen Prüfung davon abhing, ob man sozusagen zwischen Zahlensystemen konvertieren kann. Und die Leute konnten es nicht. Ja, also unterschätzen Sie es auch nicht. Wir werden gleich ein paar Dinge sehen, wo es klar wird, dass es so trivial gar nicht ist. Also, Zahlensysteme. Erstmal ganz einfach, die Darstellung einer Zahl, die erfolgt in Form einer Reihe von Ziffern, ja, ZI, von ZN, ja, ZN-1 bis runter Z0, Z-1 bis Z-M. So wollen wir die jetzt bezeichnen. Ja. Das sind im Prinzip die Vorfaktoren, mit denen wir sozusagen Zahlen beschreiben. Jeder Position I, die wir hier haben, ja, in dieser Ziffernreihe ist ein Stellenwert zugeordnet, und zwar die i-te Potenz einer Basis. Wir haben also eine Basis b, das kann 2 sein, das kann 8 sein, das kann 16 sein, das kann 10 sein für die Dezimalzahl. Und wir haben natürlich dann eben b hoch n, b hoch n minus 1 bis runter zu b hoch minus m. Und der Dezimalwert, und deswegen werden wir typischerweise auch über Dezimalwerte sprechen, das heißt, wenn wir eine Umrechnung machen, dann rechnen wir auch typischerweise zum Beispiel vom Hexadezimalsystem, wenn wir auf das System zur Basis 7 wollen, gehen wir über das Dezimalsystem und dann zur Basis 7. Ja. Muss man nicht, aber ist typischerweise für den Menschen sehr viel einfacher zu verstehen, wenn man das jetzt von Hand macht. Ja, und wenn ich jetzt den Dezimalwert berechnen möchte, xb, ja, wenn b 10 ist, ja, der Zahl gegeben durch die Ziffern ZI, dann kann ich das einfach als so eine Summe hinschreiben, also ZN mal B hoch N, das geht, also für jedes B, ja, kann ich den Dezimalwert berechnen, für 10 ist es besonders simpel, und für 2 kann ich es natürlich auch machen, also ZN mal 2 hoch N und so weiter, dann bekomme ich hier den entsprechenden Dezimalwert, den kann ich so ausrechnen. Das ist alles absolut trivial, ja, und ich hoffe, das sollte auch klar sein. So, jetzt vielleicht mal ein kleines Beispiel. Ich habe immer so ein paar kleine Beispiele eingestreut.
Das hat übrigens auch den Vorteil, dass wir mal testen, ob der Rechner hier wirklich so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja? Das heißt, ich fange jetzt mal an. Ich bin schon gespannt, ob es geht. Also, klicke ich mal hier drauf. Nehme mal einen Stift. Bisschen ungewohnt, aber er schreibt. Gut, wir nehmen jetzt also mal ein Beispiel. Wir sagen mal, wir haben 1984,25 im Zehnersystem. Und das wollen wir jetzt darstellen, ja, wollen wir jetzt sozusagen mal schauen, wie ist denn der Wert zustande gekommen? Na klar, das ist 1 mal 10 hoch 3 plus 9 mal 10 hoch 2, also ganz simpel, plus 8 mal 10 hoch 1 plus 4 mal 10 hoch 0. Dann haben wir die Vorkommastellen und dann haben wir noch plus 2 mal 10 hoch minus 1 plus 5 mal 10 hoch minus 2. Ja? Das ist also hier mal die Darstellung einer solchen Zahl. Klar, das ist trivial. Und genießen Sie es noch, solange es einfach bleibt. Es wird gleich schwerer. So, jetzt nochmal was ganz Simples. Wir nehmen eine Zahl. Daran kann ich Ihnen schon mal zeigen, was wir gleich bei Fließkommazahlen oder später bei Fließkommazahlen berücksichtigen wollen. Wir haben eine Zahl, die ist 1, 0, was habe ich gemacht? 1, 0, 1 im Dualsystem. Ja? Das heißt, ich habe jetzt hier sowas wie 0 plus 1, minus 1, minus 2, minus 3. Ja, und dann kann ich das natürlich hinschreiben als 1 mal das Dualsystem, 2 hoch 1 plus 0 mal 2 hoch 0 und so weiter. So, und was wir jetzt noch sehen werden, ist, das brauchen wir gleich, wenn wir normalisierte Mantissen darstellen wollen bei Gleitkommazahlen. Das heißt, wir haben hier, also 0,1 im Dualsystem ist 0,5 im Dezimalsystem. Ja? Warum? Weil wir jetzt hier hinschreiben, das ist dann 1 mal 2 hoch minus 1 plus 0 mal 2 hoch minus 2 plus 1 mal 2 hoch minus 3. Ja, und das ist ganz wichtig, das werden wir nachher noch brauchen. Ja, also hier die 1 bedeutet, also 0,1 im Dualsystem ist wirklich 0,5 im Dezimalsystem. Und das heißt, wir haben jetzt hier also 2 plus 0 plus 0,5 plus 0 plus 0,125 und das Ganze gibt 2,625 im Zehnersystem. Ja? Alles noch simpel, ja, und sollte Ihnen keine große Mühe bereiten. Ja. Gehen wir also mal einen Schritt weiter. Ja, die Bezeichnung der Zahlensysteme, ja, da kann man sich natürlich jetzt wundern. Wir sprechen ja von einem Dualsystem. Übrigens, wir sprechen mal von Binärzahlen oder von Dualzahlen. Ja. Also wir gehen typischerweise vom Dualsystem aus. Basis 8 wäre ein Oktalsystem. Basis 10 wäre ein Dezimalsystem. Naja, und jetzt wird es komisch. 16 nennen wir Hexadezimal. Das wäre nicht ganz korrekt, ja, weil es aus dem Griechischen kommt. Ja, aus dem Lateinischen müsste es dann Sedezimalsystem heißen. Ja. Aber ich denke, das ist das, was sich eingebürgert hat. Wenn Sie also mal recherchieren im Internet, kommen Sie genau auf diese Bezeichnungen, ja, der entsprechenden Zahlensysteme. Und die wollen wir auch beibehalten. So, dann haben wir Ziffern. Ja, ist klar. Wir haben im Dualsystem nur die ersten beiden Ziffern, ja. Im Oktalsystem haben wir 8, im Dezimalsystem haben wir 10, im Hexadezimalsystem haben wir 16 Ziffern, ja. Und das F entspricht beispielsweise hier der 16, ja, der Zahl 16. Das werden wir auch gleich noch nutzen. Damit können wir kompakt Dualzahlen darstellen. Und das wollen wir auch gleich machen. Ja, was ist relevant? Was Sie also wirklich in- und auswendig können sollten, und ich weiß, dass es viele von Ihnen auch können, aber eben nicht alle, ja, Sie sollten das wirklich auswendig herbeten können. Ja, Basis 2, also alle Zweierpotenzen, klar, Basis 8, Oktalsystem und dann eben ganz wichtig, Basis 16, Hexadezimalsystem, weil ich damit im Prinzip immer 4
Bit zusammenfassen kann und die im Hexadezimalsystem sehr kompakt darstellen kann. Ja? Das ist also wichtig, dass Sie das verstehen. Und ja, die einzelnen Binärziffern, die werden als Bit bezeichnet, ist die kleinste Informationseinheit. Genau, und jetzt ist das Problem, wenn wir Zahlen darstellen im Rechner. Ja, wir haben nur einen endlichen Speicher, wir werden das gleich nochmal genau sehen. Wir wollen also im Prinzip mit einer festen Anzahl von Bit wollen wir Zahlen darstellen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können das mit Festkommazahlen machen. Ja, das heißt also, das Komma sitzt an einer fest vorbestimmten Stelle. Oder wir machen das mit Fließkommazahlen. Das heißt, das Komma darf im Prinzip hin und her laufen. Das heißt, das Komma darf variieren. Ja? Wir haben also einen Exponenten und wir haben einen entsprechenden Vorfaktor, ja, eine Mantisse. Und das werden wir noch machen. Ja, wir werden natürlich Überläufe haben. Das heißt, nicht alle Zahlen sind darstellbar. Haben Sie eine Frage? Ja? Moment. Ja, wir fangen hier mit 1 an. Sonst, wenn Sie mit 0 anfangen, sind wir bei der 15. Sie haben recht. Ja, klar. Wir fangen hier bei 1 an. Wenn wir die 0 der 1 zuordnen, ordnen wir f der 16 zu. Sonst, wenn wir von 0 bis 15 zählen, ja. Ist genau, ist einfach nur zum Zählen. Wir zählen einfach von 1 bis 16. Ja, und wir können im Prinzip, Sie sehen es ja hier, ja, wir zählen hier von 0 aus ab. Ja, wenn wir von 0 zählen, ist das 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, das meinen Sie. Okay, gut, danke. Ach, er klickt leider nicht immer so, wie ich will, genau. Also, und dann haben wir ab und zu Überläufe. Das heißt, wir können nicht alle Zahlen darstellen. Das werden wir noch sehen. Wir werden im Prinzip sogar das Problem haben, Assoziativgesetz, Distributivgesetz und so weiter werden nicht so einfach gelten, ja, weil wir im Prinzip oft den Zahlenbereich verlassen. Wir müssen negative und positive Zahlen unterscheiden und wir müssen Gleitkommazahlen darstellen können, weil ich habe ja gerade gesagt, mit einer Zahl, wo Sie ein festes Komma darstellen, da können Sie nicht viel anfangen. Damit haben Sie im Prinzip nur einen sehr kleinen Zahlenbereich. Sie müssen im Grunde genommen zu Gleitkomma- oder Fließkommazahlen hin und das müssen wir auch darstellen können. So. Das Erste, was wir jetzt machen, ist Umwandlung. Ja, ganz einfach. Wir wollen umwandeln vom Dezimalsystem in ein System mit der Basis B. Wir haben also eine Zahl gegeben im Dezimalsystem. Die Ziffern sind ZI. Und wir wollen jetzt so etwas, wie wir gerade schon gesehen haben, wir haben also sowas wie die Zahl im Dezimalsystem, also X zur Basis 10. Wollen wir jetzt darstellen, das ist ja normal gegeben als Zn mal 10 hoch n plus bla 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 bis Z 10 hoch minus m. Das wollen wir jetzt darstellen als yp mal b hoch p plus und so weiter bis y minus q mal b hoch minus q. Erste Frage ist natürlich, was sind p und q? Die müssen wir natürlich erstmal festlegen. Und in manchen Fällen geht das nicht exakt. Das heißt, wir müssen nähern. Es gibt Fälle, da geht es exakt, aber nicht in allen. Und das wäre dann die Zahl zur Basis b. Und ich möchte Ihnen jetzt zwei Methoden zeigen. Und wie gesagt, bitte auch wenn es jetzt erstmal sich trivial anhört, aber das wird übrigens immer so sein, ja? Wenn ich Ihnen etwas vorrechne, wird es sich hoffentlich immer trivial anhören, sonst mache ich ja irgendwas falsch. Aber bitte schauen Sie es nochmal in Ruhe zu Hause an. Dann ist es nicht mehr so trivial. Wenn Sie es selber mal rechnen, dann sieht es plötzlich doch wieder ganz anders aus. Und wir werden zwei Methoden kennenlernen, die kennen Sie hoffentlich schon aus der Schule. Euklidischer Algorithmus, trivial. Horner-Schema, und zwar diese Abwandlung zum Umrechnen von Zahlen, die möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, dass wir damit im Prinzip aus dem Dezimalsystem umrechnen können in eine Basis B. Ja, wie macht man das? Wir fangen also an, die Ziffern werden sukzessive, beginnen mit der höchstwertigen Ziffer berechnet und der erste Schritt ist, wir wollen erstmal das P berechnen. Das heißt, wir gucken also, diese Zahl, ja, liegt die zwischen B hoch P und B hoch P plus 1. Ja, und dann wollen wir sozusagen das I gleich P setzen, ja, weil das wäre sozusagen der höchste Exponent. Ja, und das ZI ist das X10. Und jetzt berechnen wir diese YI und den Rest durch eine Division von ZI durch B hoch I. Ja, so wollen wir die entsprechend berechnen und der Rest, ja, der hier wesentlich ist, den berechnen wir als ZI mal Mod B hoch I. Machen wir gleich ein Beispiel. Und im dritten Schritt gehen wir sozusagen hier im Kreis. Wir wiederholen also den zweiten Schritt für I gleich P minus 1. Ja, setzen dann ZI ist RI plus 1, bis RI gleich 0 ist oder bis der Fehler klein genug ist. Wir werden in der Regel einen Fehler machen. Werden wir gleich anschauen. So, jetzt ein Beispiel dazu. Erstmal
möchte ich Ihnen nochmal zeigen, was wir überhaupt machen wollen bei einer Division. So, und zwar haben wir erstmal Z ist D mal Q plus R. So, und Z, das nennen wir, ich kann das vielleicht mit Pünktchen machen, ist schöner. So, Z ist der Dividend. Ja, das D nennen wir Divisor. Das brauchen wir übrigens nochmal bei der Division. Deswegen ist es gar nicht so schlecht. Wir machen es jetzt hier mal in Ruhe. Ja, auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht so wichtig wäre oder Sie das vielleicht schon wissen. Das brauchen wir auf jeden Fall nochmal bei der Division. Q ist der Quotient. Ja, und R ist jetzt der Rest. So, wir können jetzt sagen, dass wir haben 0 kleiner gleich R kleiner D Betrag. Das können wir schon mal angeben, werden wir auch gleich brauchen. Und dann als Notation, wir können jetzt sagen, wir haben zwei Operationen, die Sie aus Programmiersprachen aus kennen, nämlich Z div D, das ist Q, und Z mod D, das ist der Rest. Und ich schreibe es Ihnen gleich mal hin mit einem ganz simplen Beispiel. Und zwar als Beispiel haben wir jetzt, wenn wir sagen 10 div 3, ist das offenbar 3. Ich teile also 10 durch 3, bleibt 3 übrig. Und 10 mod 3 ist dann eben 1. Ja? Das ist der Rest, der übrig bleibt, ja? Weil wir ja nur 9 rausbekommen, bleibt 1 übrig. So, und dann, wie gesagt, ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir das jetzt schon mal diskutieren, weil wir es ja bei der Division sowieso brauchen. Wenn ich jetzt durch Q teile, haben wir Z durch Q, das ist Z durch D muss ich natürlich machen, ja, habe ich mich verschrieben, Z durch D, das ist Q plus R durch D. Ja, da wollen wir ja drauf hinaus. Das heißt, wir wollen im Prinzip jetzt beim Abdividieren, ja, beim euklidischen Algorithmus, wollen wir im Prinzip immer das Q bekommen und dann den Rest übrig behalten. Ja, und das lassen wir jetzt vielleicht mal, dabei belassen wir es jetzt vielleicht erstmal. Und dann gebe ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ja, ein Beispiel für die Umrechnung. Und zwar, wir wollen die Zahl 13 umrechnen, also Umrechnung von Z gleich 13 im Dezimalsystem ins Dualsystem. Ja, also so, wie wir es gerade kennengelernt haben. Und das heißt, wir rechnen erstmal, wie groß ist denn unser P? Das heißt also, wie hoch müssen wir eigentlich gehen? Das heißt, wir sagen also, wir haben 2 hoch 3, das ist kleiner gleich 13 und das ist kleiner gleich 2 hoch 4. Daraus folgt jetzt, dass unser P gleich 3 ist. So, können Sie das so mitverfolgen? Hier hängt es ein bisschen immer an der am Bildschirm, aber ich denke, das sieht gut aus. Ja. So, und jetzt dividieren wir einfach ab. Und jetzt müssen Sie unterscheiden zwischen dem Schema, was wir jetzt machen mit dem euklidischen Algorithmus und dem Horner-Schema, was wir gerade gleich sehen werden. Ja. Dass wir also hier nochmal anfangen, indem wir durch die höchste Potenz teilen. Also 13 ja, geteilt durch 2 hoch 3. Ja. 2 hoch 3 ist 8. 13 durch 8 gibt also 1. Und dann haben wir den Rest 5. Ja? Die 5 wird jetzt wieder dividiert durch 2 hoch 2. 5 durch 4 gibt also 1, Rest 1. Ja, und die 1 wird jetzt wieder dividiert
durch 2 hoch 1. 2 hoch 1 ist 2, also 1 durch 2 gibt also 0 Rest 1. Und dann wird nochmal die 1 durch 2 hoch 0 dividiert. 2 hoch 0 ist 1, also 1 durch 1 gibt 1 Rest 0. Ja? Und das heißt, wir lesen jetzt sozusagen in dieser Reihenfolge aus. Ja? In dieser Reihenfolge wird ausgelesen und das heißt 13 im 10er-System gibt also 1, 1, 0, 1 im 2er-System und wir lesen praktisch in diese Richtung aus. Und jetzt können wir die Probe machen. Wir können ja sagen, das ist 1 mal 2 hoch 3 plus 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0 und das gibt 13 im 10er-System. Ja? Also ganz simpel, euklidischer Algorithmus. Aber bitte schauen Sie es nochmal an. Ja? Sieht immer alles leicht aus, wenn man es vorrechnet, aber gerade diese Unterscheidung zwischen dem Verfahren und dem, was wir gleich noch machen werden, die ist offenbar nicht immer so einfach. Okay, das wäre also jetzt euklidischer Algorithmus. So, machen wir nochmal ein Beispiel, Umwandlungen ja, ins Hexadezimalsystem. Wir haben also diese Zahl mit Nachkommastellen, das geht übrigens beim euklidischen Algorithmus sehr schön. Ja? Wir können also mit Nachkommastellen sehr schön arbeiten. Gehen wir also mal durch. Wir sagen, wir wollen 16 hoch 3 und 16 hoch 4, damit wollen wir sozusagen diese Zahl einschachteln. Die höchste Potenz ist also 16 hoch 3, das klappt. Ja, und jetzt dividieren wir durch 16 hoch 3. Ja? Bekommen wir also hier den Rest, ja, 3453,233 und so weiter. Und wir dividieren jetzt hier weiter, ja, bekommen wir jetzt hier ein D raus, eine 7 raus und so weiter. Dividieren das also durch, ja, ich möchte es nicht im Detail machen, ja, dividieren das also immer durch und bekommen hier entsprechende Reste und die Reste werden wieder verwendet, um damit weiterzurechnen. Der Rest wird wieder hier vorne verwendet und so weiter. Ja. Und wir nehmen also 16 hoch 3, 16 hoch 2, 16 hoch 1, hoch 0, hoch minus 1 und so weiter. Und am Ende brechen wir ab, haben aber einen Fehler. Das heißt also, es ist nicht eine exakte Konversion, sondern wir hören jetzt einfach auf und sagen, okay, damit reicht es uns. Und das ist jetzt ungefähr, diese Zahl ist ungefähr dargestellt im Hexadezimalsystem durch diese Zahl. Ja? Wir brechen aber ab. Ich habe ja gerade Beispiele gezeigt, wo wir wirklich ein exaktes Ergebnis bekommen. Hier bekommen wir kein exaktes Ergebnis. Ja? Ich hoffe, es ist klar soweit, ja? Dass wir da entsprechend durchdividieren. Okay. Jetzt zweite Technik, Horner-Schema. Ja, das heißt also, wir wollen im Prinzip das Horner-Schema verwenden und ich hoffe, das ist Ihnen noch bekannt. Ja, wir wollen im Prinzip eine Zahl, ja, GB, die stellen wir da als I gleich 0 bis N, ZI mal B hoch I und die können wir jetzt in folgender Form schreiben. Wir können ja jetzt immer sagen, das ist ZN mal B plus ZN minus 1 in Klammern mal B plus ZN minus 2, das Ganze in Klammern mal B und so weiter. Das heißt also, ich kann jetzt sukzessive, ja, wie bei Polynomen kann ich jetzt im Prinzip immer wieder mit b mal nehmen und bekomme diese Darstellung. Warum ist die Darstellung so geschickt? Jetzt kann ich doch sofort sehen, wenn ich dividiere, wenn ich abdividiere, ja, wenn ich jetzt hier durch b teile und ich habe etwas zur Basis b, dann können diese z0, z1, z2 und so weiter, die können ja nur kleiner sein als das. Also wenn ich jetzt Basis 8 habe, wir haben es ja vorhin diskutiert, ja, dann habe ich jetzt Zahlen von 0 bis 7. Habe ich Basis 16, habe ich Zahlen von 0 bis 15 und so weiter. Das heißt also, wenn ich jetzt hier dividiere durch b, dann wird es auf jeden Fall diesen Rest geben. Ja, das heißt also, es gibt dann den Rest z0, den Rest z1, den Rest z2. Das heißt, ich kann durch einfaches Abdividieren, bekomme ich jetzt, diesmal in einer anderen Reihenfolge als gerade beim euklidischen Algorithmus, bekomme ich jetzt die entsprechenden Terme, die ich haben möchte. Ja? Also erst ist z0, dann ist z1 und so weiter. Ja, wir haben hier mal ein Beispiel, also 15.741 im 10er-System kann ich so darstellen als 1 mal 10 plus 5 in Klammern mal 10 plus 7 in Klammern mal 10 und so weiter. Und es ist ja ziemlich offensichtlich, wenn ich jetzt hier durch 10 teile, bekomme ich den Rest 1, hier den Rest 4, hier den Rest 7, hier den Rest 5. Und das heißt, ich bekomme genau die gewünschten Ziffern, indem ich einfach durchdividiere.
Ja? Also das Horner-Schema macht Sinn, um das so zu verwenden. Und ja, wir bekommen also jetzt die Ziffer, die wir suchen, diese y0, ich gehe mal von rechts aus, y0 bis yp, die bekommt man dadurch, dass man die Zahl x10, also in der Dezimalnotation, durch b dividiert und nach der Division den Rest abtrennt und notiert. Und der Quotient wird dann wieder durch b dividiert und so weiter. Man nimmt also immer das Ergebnis, ja, und rechnet mit dem weiter. Ja, bis der Quotient verschwindet und dann werden wir im Prinzip von der niederwertigsten zur höherwertigsten Stelle werden wir die entsprechende Notation bekommen. Problem ist nur, was machen wir jetzt mit Nachkommastellen? Das geht so noch nicht. Machen wir also erstmal ganzzahlige Zahlen und dann kommen wir zu Nachkommazahlen. Ja. Das heißt also, wir dividieren durch b, bekommen q0 plus den Rest, dividieren das q0 wieder durch b, bekommen q1 plus den Rest und so weiter. Dann q1 durch b, q2 plus den Rest und so machen wir das immer weiter und dann haben wir im Prinzip, können wir ablesen die entsprechenden Werte, ja, aus den Resten. So, und da mache ich mal ein Beispiel dazu. Und zwar jetzt hier das Beispiel zum Horner-Schema. So. Wir interpretieren die Zahl, die wir haben, als Polynom. Ja, das heißt also, wir haben eine Zahl, also Interpretation von x, b, ja, das Summe von i gleich 0 bis n, zi mal b hoch i als Polynom. Und zwar sagen wir jetzt eben, dass dann x, b, das wäre Summe i gleich 0 bis n, zi mal x hoch i, ja, mit x gleich b, damit wir eben dieses Horner-Schema anwenden können. Als Beispiel, ja, haben wir xb, das ist jetzt, also jetzt schon abstrakt, ein abstraktes Beispiel, z3 mal x hoch 3 plus z2 mal x hoch 2 plus z1 mal x hoch 1 plus z0 mal x hoch 0, x hoch 0 ist 1. Ja, und das kann ich jetzt dann darstellen, indem ich jetzt praktisch sukzessive solche Klammern setze. Das wäre also z3 mal x plus z2 in Klammern mal x plus z1 in Klammern mal x plus z0, ja, und mit x gleich b. Und ich glaube, das zeigt das nochmal, ja, und wie gesagt, vielleicht bekommen Sie dadurch ja noch weitergehende Einsichten, ja. Also wenn man sich das jetzt anschaut, dann kann man also jetzt ganz eindeutig sehen, dass man aus dieser Zahl, wenn ich sie so interpretiere, ganz simpel die entsprechenden Koeffizienten, ja, z0, z1, z2, z3, dass ich die entsprechend ableiten kann, indem ich einfach dividiere. Ich mache also jetzt eine sukzessive Division. Also sukzessive Division. Und da mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich sage also, dass ich diese Zahl z3, ich schreibe jetzt mal hin, das ist ein bisschen mühsam vielleicht, aber ich denke, das macht Sinn. Ah, jetzt habe ich mich auch gleich verschrieben. Dann wollen wir das gleich mal wegmachen. So. Also z3 mal x plus z2 mal x plus z1 mal x plus z0. Ja, geteilt durch b gibt jetzt eben z3 mal x plus z2 mal x plus z1 Rest z0. Ja, ich denke, das ist klar. Und damit haben wir im Prinzip das z0 abgespalten.
Und damit kann ich jetzt von oben nach unten, kann ich jetzt die entsprechenden Vorfaktoren auslesen. Dann habe ich Z3 mal X plus Z2 mal X plus Z1. Ja, dividiere das Ganze wieder durch B. Dann bleibt natürlich über, dass ich nur habe Z3 mal X plus Z2, Rest Z1. Dann bleibt mir übrig Z3 mal X plus Z2 geteilt durch B, gibt dann nur noch Z3, Rest Z2. Naja, und dann bleibt mir nur noch Z3 übrig, geteilt durch B, und das gibt dann hoffentlich 0 Rest Z3. Das heißt also, ich kann jetzt hier auslesen in diese Richtung und bekomme dann daraus, dass mein x zur Basis b wäre dann eben z3, also der höchste Wert zunächst, dann z2, z1, z0. Und dann hier z0. Ja, und eben in diese Richtung ausgelesen. Ja? So, gibt es dazu erstmal Fragen? Ich kann nur sagen, nehmen Sie es ernst, ja, am Ende müssen Sie das auch können, ja, sieht alles simpel aus. Keine Fragen soweit, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal am Beispiel vom Hexadezimalsystem. Da ist es ziemlich simpel, wir dividieren durch 16, ja, haben also hier diese Zahl durch 16 dividiert, gibt 983, Rest 13, ja, und dann dividieren wir sozusagen die immer weiter, ja, die 61 durch 16 und so weiter und so weiter. Moment, und dann 61 durch 16 und so weiter. Und dann können wir hier ablesen, die Reste sind 13 ist D, 7 ist 7, 13 ist D, 3 ist 3. Ja, also das heißt, wir bekommen hier entsprechend D7, D3 als Ergebnis. Ja. Okay, ja, das war jetzt Horner-Schema. Frage ist jetzt, läuft das auch genauso, wenn wir Nachkommastellen haben? Das ist nicht der Fall. Da müssen wir uns jetzt was überlegen. Wenn ich jetzt den Nachkommateil auch entsprechend umrechnen möchte, ja, das heißt, ich habe also jetzt hier so einen gebrochenen Anteil, ja, und den kann ich jetzt natürlich genauso wieder schreiben. Also mit dem gleichen Trick, ja, kann ich natürlich jetzt ein b hoch minus 1 abspalten. Und wenn ich das mache, dann wird ziemlich offensichtlich, ich muss jetzt mit b mal nehmen. Nicht durch b dividieren, sondern mit b mal nehmen. Und das macht also das Horner-Schema dann ein bisschen unterschiedlich von dem euklidischen Algorithmus. Das heißt, wir haben eine sukzessive Multiplikation des Nachkommateils, ja, der Dezimalzahl. Und ja, wir bekommen jetzt im Prinzip in der Reihenfolge der höchstwertigen zur niederwertigsten Nachkommaziffer, werden wir gleich sehen, bekommen wir die entsprechenden Faktoren raus. Also, sehen wir hier ein Beispiel. Ja, wir wollen 0,233 im Zehnersystem, wo wir ins Hexadezimalsystem umrechnen, dann nehmen wir mit 16 mal. Ja, bekommen jetzt also hier eine 3, ja, der Rest wird weitergenommen, wieder mit 16 mal genommen, wir bekommen hier eine 11 und so weiter. Und so machen wir das sukzessive weiter und wir bekommen die entsprechenden Größen hier als Faktoren. Und die Faktoren sammeln wir sozusagen einfach ein, also dann hier eine 5, A, B und 3, dann bekommen wir hier die entsprechenden Nachkommastellen. Ja? Also das wäre das Horner-Schema. Und das ist genau dual, wir multiplizieren jetzt mit der 16, ja, anstatt dadurch zu dividieren, ja, weil wir eben das Horner-Schema so angewendet haben, dass wir b hoch minus 1 verwendet haben. Also da kann ich nur empfehlen, ich habe es ja mehrfach schon betont, bitte Lerngruppen bilden, ja, setzen sich mal zu 3, 4 Personen hin, rechnen sich das mal durch und Sie werden sehen, das ist ziemlich befriedigend, wenn Sie dann mal sehen, wie es wirklich funktioniert. Ja, dass Sie also hier im Prinzip in dem Horner-Schema, wie wir es gerade gesehen haben, ja, einfach b hoch minus 1 abspalten und jetzt durch eine Multiplikation immer sozusagen auf die entsprechend gewünschte Ziffer kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz schöne Sache. Und da hat man es wirklich mal einmal verstanden. Und wenn man es einmal verstanden hat, dann wissen Sie es auch in 10 Jahren noch. Ist also besser, als wenn Sie jetzt nur lernen für eine Prüfung und in 6 Monaten frage ich Sie und Sie wissen es wieder nicht mehr. Also besser mal einmal durchschauen und selber verstehen. Hier noch ein kleines Beispiel. Ja, und zwar wollen wir mal umrechnen,
eine Zahl, die Vor- und Nachkommastellen hat. Ja, also das heißt, eine Umwandlung, ja, von der Zahl 28,25 im Zehnersystem. Okay, die wollen wir jetzt in die Basis 7 umrechnen, ja? Also in Zahl zur Basis 7. Basis 7 ist ja gar nicht mehr so gewöhnlich. Das heißt also, wir fangen an, erstmal die Vorkommastellen. Das heißt also, wir sagen 28 geteilt durch 7, ja, das ist 4, Rest 0. Und dann wird die 4 nochmal durch 7 geteilt und das gibt 0, Rest 4. Und die lesen wir jetzt so aus. Und das heißt, wir können also sagen, dass also die 28 im Zehnersystem ist dann also die 4, 0 ja, im Siebener-System. Klar, soweit haben Sie es ja verstanden. Und dann jetzt die Nachkommastellen, da müssen wir aber aufpassen, das wäre der zweite Schritt, dass wir also dann sagen 0,25 mal 7, ja, 0,25 mal 7 gibt 1,75, ja, und da spalten wir ab, die 1 plus die 0,75, ja, und die 1, das ist jetzt hier unser z minus 1, und jetzt rechnen wir weiter mit der 0,75, die nehmen wir jetzt mit 7 mal und das gibt dann 5,25, ja, und das gibt 5 plus 0,25 und das gibt jetzt hier unser z minus 2. Ja, und jetzt können wir natürlich überlegen, wenn wir jetzt weiterrechnen, ist ja ziemlich klar, dann wird 0,25, 0,75 und so weiter, das wird sich jetzt immer abwechseln. Das heißt, wir haben jetzt hier eine periodische Zahl bekommen und wir können also sagen, dass wenn wir jetzt die 0,25, wenn wir das jetzt weiterrechnen, wird das Ganze periodisch. Das heißt also 0,25 im Zehnersystem ist also 0,15 Periode im Siebener-System und damit ist 28,25 im Zehnersystem ist dann also 40,15 Periode im Siebener-System. Ja? Ist das soweit klar oder gibt es Fragen bis hierhin? Also das wären jetzt erstmal simple Umrechnungen. Ja? Der nächste Schritt wären jetzt negative Zahlen. Jetzt würde ich sagen, ich glaube, wir haben jetzt hier praktisch eine Zäsur erreicht. Ich gucke mal kurz. Wir machen das vielleicht noch zu Ende, dann machen wir die Pause. Die Frage ist ja, wenn ich eine gegebene Zahl zur Basis B umrechnen möchte ins Dezimalsystem, ich glaube, das müssen wir nicht diskutieren, das ist natürlich total simpel, das haben wir am Anfang schon gemacht, da rechne ich es einfach aus. Ja? Oder ist, glaube ich, klar, das müssen wir nicht diskutieren. Klar, rechne ich einfach sozusagen den Wert aus. Dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt zwischen beliebigen Stellenwertsystemen hin und her rechne, also das heißt zum Beispiel zwischen Basis 7 und Basis 8, ja, dann würde ich vorschlagen, damit man das einfach gut verstehen kann, dass man erstmal die Zahlen ins Dezimalsystem umwandelt und dann ins Zielsystem geht mit Methode 1 oder 2, also euklidischer Algorithmus oder Horner-Schema. Man kann auch direkt umwandeln, ja, aber ich würde dann sagen, dass man erstmal ins Dezimalsystem geht. Dann gibt es aber Spezialfälle. Und das habe ich ja gerade schon gesagt. Warum ist es so wichtig, dass man als Informatiker das Hexadezimalsystem kennt? Weil ich im Prinzip vom Dualsystem ins Hexadezimalsystem direkt umwandeln kann. Oder Dualsystem ins Oktalsystem und so weiter. Das kann ich also direkt machen. Das heißt, wenn also eine Basis eine Potenz einer anderen Basis ist, dann kann ich einfach mehrere Stellen zusammenfassen. Ja, und damit kann ich eine Folge von Ziffern, also zum Beispiel beim Dualsystem ins Hexadezimalsystem, fasse ich einfach 4 Ziffern zusammen und bekomme die entsprechende Hexadezimalzahl. Ja. Deswegen sollte man das auf jeden Fall nutzen. Und da gebe ich noch mal ein Beispiel. Wie gesagt, bevor wir die Pause machen, gebe ich Ihnen mal noch ein Beispiel. Und zwar haben wir als Beispiel jetzt mal überlegt, Dualsystem ins Oktalsystem. Und ich hoffe, dass Sie da noch ein bisschen was bei lernen. Ja. Also Beispiel wäre Dualsystem. Ja,
umzurechnen ins Oktalsystem. Oktalsystem. Und da muss man jetzt eben gar nicht viel rechnen. Aber wir wollen es mal herleiten. Aber Sie können im Grunde genommen jetzt immer Triple von Ziffern zusammenfassen und damit entsprechend gleich sagen, was die Ziffer sein muss im Oktalsystem. Ja? Das heißt, nehmen wir doch mal an, wir hätten so etwas wie Z5, Z4, Z3, Z2, Z1, Z0. Das wäre jetzt unsere Ziffer im Zweiersystem und wir wollen die umrechnen ins Oktalsystem, hätten da also X1, X0. Also Sie sehen, ich gehe schon mal davon aus, dass ich wüsste, dass ich Triple zusammenfassen kann. Ja? Die ZI, die kommen ja jetzt aus 0, 1, I gleich 0 bis 5 und die XI, ja, die kommen aus 0 bis 7 für I gleich 0 und 1. So, und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Jetzt sagen wir doch, wir setzen gleich. Das heißt also, wir schreiben mal hin. Wir sagen also Z5 mal 2 hoch 5 plus Z4 mal 2 hoch 4 plus Z3 mal 2 hoch 3 plus Z2 mal 2 hoch 2 plus Z1 mal 2 hoch 1 plus Z0 mal 2 hoch 0. Ja? Das soll jetzt ja gleich sein. X1 mal 8 hoch 1 plus X0 mal 8 hoch 0. Das wollen wir ja haben. Ja? Wir wollen also jetzt X0 und X1 bestimmen, indem wir sozusagen diese Gleichung auflösen. Und das können wir jetzt sehr schön machen, indem wir folgenden Trick verwenden. Wir sagen jetzt einfach mal, wir nehmen mal diese Gleichung hier oben, nehmen wir jetzt mit 2 hoch 3 mal. Ja? 2 hoch 3 ist übrigens 8, ist 8 mal 8 hoch 1. Das heißt, ich kann das hier ersetzen durch 8 hoch 1. Und wenn ich 2 hoch 3 mal nehme, dann bekomme ich ja hier 2 hoch 5. Dann kommt hier, Moment, da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gemacht, das wird dann 2 hoch 2. Ja, und das hier wird 2 hoch 1. Und das hier wird 2 hoch 0. Ja, und ich kann hier unten natürlich jetzt gedanklich mal nehmen mit 8 hoch 0. Ja, das heißt also, ich kann jetzt direkt ablesen. Also wir haben hier jetzt einen Koeffizientenvergleich. Wir sehen ja jetzt, dass wir hier 8 hoch 1 haben und da 8 hoch 0. Das heißt, ich kann also x1 und x0 direkt ablesen. Und genau das werden wir jetzt auch machen. Das heißt, hieraus folgt jetzt Koeffizientenvergleich, dass x0 ist dann praktisch z2 mal 2 hoch 2 plus z1 mal 2 hoch 1 plus z0 mal 2 hoch 0. Und x1 ist z5 mal 2 hoch 2 plus z4 mal 2 hoch 1 plus z3 mal 2 hoch 0. Ja? Und das entspricht jetzt meinem x0 im Achtersystem. Und das ist jetzt natürlich genau Z2, Z1, ach, jetzt habe ich hier kein Z geschrieben. Ja, also Z2, Z1, Z0 im Zweiersystem. Und hier haben wir dann X1 im Achtersystem, ist dann Z5, Z4, Z3. Im Zweiersystem. Und so können Sie es also direkt ablesen. Ja? Das heißt, als Beispiel, ja, zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir haben sowas wie 0, 1, 0, 1, 1, 0 ja, im Zweiersystem. Das ist ja offenbar 2 hoch 4 plus 2 hoch 2 plus 2 hoch 1. Ja, das ist 22 im Zehnersystem. Und das wäre das gleiche wie 2 und 6, indem ich das einfach direkt ablese, ja, im Achtersystem. Und das wäre natürlich genau das Gleiche. Wir haben hier also 2 mal 8 hoch 1 plus 6 mal 8 hoch 0. Und das ist natürlich auch 22 im Zehnersystem. Ja, ist das klar? Also das vielleicht so als kleine Herleitung, dass wir im Prinzip eine Zahl im Dualsystem
direkt umwandeln können in eine Zahl im Oktalsystem, indem wir einfach Trippel zusammenfassen. Und ins Hexadezimalsystem sind es halt Quadrupel, die wir zusammenfassen. Und damit können wir also direkt, ohne zu rechnen, umwandeln. Ja? Jetzt würde ich sagen, machen wir die 5 Minuten Pause, so bis ungefähr 9 Minuten vor. Ja, und dann machen wir weiter. Und wie gesagt, versuchen Sie mal, dass Sie sich mal untereinander ein bisschen kennenlernen. Das wäre, glaube ich, schon wichtig. Ja, also, bis gleich. Dann geht es mal weiter mit der Vorlesung. Ja. Das heißt also, wir haben uns gerade angeschaut, wie wir direkt umwandeln können zwischen Dual- und dem Oktalsystem. Ja, und das Ganze geht natürlich auch jetzt für das Hexadezimalsystem. Möchten wir jetzt, glaube ich, nicht mehr diskutieren. Ja. Da können Sie natürlich auch eine Dualzahl einfach umwandeln, indem Sie einfach jetzt diese Quadrupel rausfinden und die dann direkt umwandeln. Ich denke, da schauen Sie sich einfach mal in die Folien. Ja, das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Jetzt kommt es zu einem Thema, negative Zahlen. Ja. Auch das wird immer unterschätzt und ich glaube, so der eine oder andere auch hier im Auditorium hat nicht so ganz verstanden, wie hoch die Durchfallquoten sind hier in der TI. Ja. Und das liegt meistens an solchen Kleinigkeiten. Ja. Aber wie gesagt, vielleicht kann dir der eine oder andere auch mal den Kommilitonen auf die Sprünge helfen. Es wird am Ende an solchen Dingen liegen, ja. Darstellung negativer Zahlen. Sie können das natürlich alle jetzt trivial finden, ja, aber ich hoffe, es ist am Ende wirklich trivial. Ja. Schauen Sie mal, wir fangen mal ganz einfach an. Wir haben also 4 Möglichkeiten, negative Zahlen darzustellen, also positive und negative Zahlen. Ja. Wir können das also machen mit Betrag und Vorzeichen. Das ist ziemlich klar. Wir können eine Stellenkomplementdarstellung verwenden, das heißt ein Einerkomplement. Einerkomplement bedeutet, wir komplementieren im Prinzip jede Bitstelle. Werden wir gleich sehen, das hat ein paar Nachteile. Dann gibt es diese sogenannte Zweierkomplement- oder Zweikomplementdarstellung. Ja, das ist sozusagen das, was man typischerweise bei Festkommazahlen auch wirklich macht. Und dann gibt es noch diese Offset-Dual-Darstellung oder Exzess-Darstellung. Das werden wir bei Floating-Point-Zahlen oder bei Gleitkommazahlen verwenden. Und da macht das auch Sinn. Das heißt also bei Festkomma, Zweikomplement und bei Fließkomma dann Offset-Dual. Und ja, fangen wir erstmal an mit Betrag und Vorzeichen. Ja. Das ist ziemlich simpel. Macht aber auch nicht viel Sinn. Ja, das heißt also, Sie werden damit nicht viel machen können. Ja, das heißt also, man überlegt sich, dass man eine Stelle als Vorzeichen-Bit benutzt. Da nimmt man typischerweise das am meisten links stehende Bit. Warum? Weil man typischerweise bei Vergleichen von Zahlen links anfängt. Ja, und wir werden das auch bei Fließkommazahlen sehen. Wir fangen also links an. Das heißt also, hier schieben wir auch das Vorzeichen nach links. Wir könnten ja sonst auch das Vorzeichen als 5. Bit nehmen oder als 1. Bit oder was auch immer, aber wir nehmen halt das Vorzeichen als das Bit, was am weitesten links steht. Ist es 0, ist die Zahl positiv, ist es 1, ist die Zahl negativ. Beispiel wäre die Zahl plus 18, ja, so dargestellt, oder die Zahl minus 18. Und da gebe ich Ihnen jetzt gleich nochmal ein Beispiel, weil wir haben da ein kleines Problem. Ja, vielleicht sehen Sie das schon. Wenn ich das Ganze mit Betrag und Vorzeichen darstelle, haben wir hier ein kleines Problem. Deswegen will ich Ihnen das gleich mal hinmalen. Wir nehmen also als Beispiel wieder diese Zahl, die wir gerade hatten. Ja, wir haben also eine erstmal vorzeichenlose Zahl. Vorzeichenlose Dualzahl. Und wenn das jetzt die 18 wäre, 18 im 10er-System, wäre also 1, 0, 0, 1, 0 im Dualsystem. So, und jetzt mit Betrag und Vorzeichen, was würden wir denn machen? Also Betrag und Vorzeichen. Wir würden jetzt im Prinzip irgendwo versuchen, eine Stelle mehr zu nehmen. Und das heißt, hier würde sich anbieten, wir nehmen einfach eine Stelle mehr und schreiben vor die 1 eine 0. Ja, jetzt überlegen Sie mal, macht das wirklich Sinn? Ja, das heißt also, wir würden sagen, dass die plus 18 im 10er-System, die wäre jetzt sowas wie 0, 1, 0, 0, 1, 0, 2er-System und die Zahl minus 18 im 10er-System,
die wäre jetzt sowas wie 1, 1, 0, 0, 1, 0. Ja? Macht das Sinn? Was haben wir für ein Problem, wenn wir das so machen? Dass wir sozusagen jetzt einfach nur eine Stelle mehr nehmen und sagen, das soll jetzt die negative Zahl sein. Wollen wir das wirklich so machen? Typischerweise haben wir doch relativ viele Bit zur Verfügung. Sagen wir mal 16, 32, 64, 128 und so weiter. Das heißt also, wenn wir jetzt diese Zahl interpretieren würden als eine 32-Bit-Zahl, würde es ja gar nicht stimmen. Das heißt also, wir müssen im Prinzip immer auf die entsprechende Bitzahl hochgehen. Ja, das heißt also, wir müssten dann sagen, das plus 18 im 10er-System, das wäre jetzt zum Beispiel sowas wie, wir hätten jetzt hier eine 0 und dann hätten wir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 und dann hier immer noch weiter und dann 0, 0, 0, 1, ja, 0, 0, 1, 0 im 2er-System. Das wäre dann die Repräsentierung in einem entsprechenden System mit 32, 64, 128 Bit. Ja, und genauso gut auch die minus 18 im 10er-System, da hätte ich dann entsprechend hier die 1. Und dann müsste ich hier natürlich auch wieder ja, die entsprechenden ja, Zahlen einfügen. Ja, das heißt also, wir sind nicht unabhängig davon, wie viel Bit wir verwenden für die Repräsentierung. Und das ist mal schlecht. Das wollen wir also nicht. Ja. So. Das wäre also diese primitive Notation, die man eigentlich nicht verwenden kann. Ja, also nur mit Betrag und Vorzeichen. Wir werden das später nochmal diskutieren. Bei Floating-Point-Zahlen, ja, aber bei Festkomma wollen wir das nicht verwenden. Wie wäre denn das mit Betrag und Vorzeichen? Wenn wir jetzt 3-Bit-Betrag hätten, dann würden wir das also so darstellen. Ja, wir hätten also hier die Nuller und hätten hier die entsprechenden Einser. Ja, und würden so die entsprechenden Zahlen darstellen. Problem ist, wir haben auch eine 0 und eine minus 0, was nicht schön ist. Ja. Das heißt also, wir haben einen symmetrischen Zahlenbereich, aber wir haben das Problem, was ich gerade gesagt habe, die Darstellung ändert sich bei der Bereichserweiterung. Das macht keinen Sinn. Ja. Wir müssen bei der Addition und bei der Subtraktion müssen die Vorzeichen gesondert betrachtet werden. Das ist natürlich schwierig. Wir müssten also im Prinzip immer eine Fallunterscheidung machen und das müssen wir zum Beispiel beim 2-Komplement, was wir gleich kennenlernen, nicht mehr machen. Ja, und es gibt eben eine Redundanz. Wir haben zwei Repräsentationen der 0, plus 0 und minus 0. Das ist eigentlich auch nicht schön. Ja? Okay, also Verbesserung wäre jetzt das sogenannte Einerkomplement. Und beim Einerkomplement machen wir es jetzt so, oder Stellenkomplement. Wir verwenden die gegebene Zahl und jedes Bit wird im Prinzip getauscht. Ja, das heißt so getoggelt. Ja, wenn wir eine 0 haben, bekommen wir eine 1 gibt eine 0 und so weiter. Und wenn wir jetzt also diese positiven Zahlen haben von 0 bis 7, ja, dann werden wir das jetzt im Prinzip durch ein Toggeln, werden wir jetzt aus den Nullern hier die Einser bekommen. Das heißt, die 0 wird eine minus 0. Ah, dummerweise haben wir wieder zwei Nuller. Das müssen wir noch loswerden. Ja. Aber wir haben hier, wenn wir die toggeln, bekommen wir hier die 0, toggeln wir das, bekommen wir die minus 1, ja, hier toggeln wir das, bekommen wir die minus 2 und so weiter. Ja, das heißt also eine reine Komplementierung. Und wir bekommen entsprechend die negative Zahl. Und das Wichtige ist, was Sie gleich sehen werden, ich hoffe, Sie haben in Mathematik aufgepasst, ist ein Restklassenring. Ja, das heißt also, wir werden im Prinzip uns auf diesem Ring bewegen. Ja, und das macht das Ganze sozusagen auch aus, auch beim 2-Komplement. Wir werden also gleich eine 0 einführen, ja, mit der wir sozusagen immer wieder zurückkommen in den von uns gewünschten Zahlenbereich. Und das könnte verwirrend werden. Also fragen Sie, wenn das verwirrt, ja, gebe ich Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel. Wir wollen uns ja mal fragen, was ist denn, wenn ich jetzt eine Zahl habe und das Einerkomplement dazu addiere? Ja, das heißt also, die Frage ist doch, was ist eigentlich die Zahl Z plus ihr Einerkomplement? Ja? Das heißt, ich möchte wissen, was hier rauskommt. Naja, und hoffentlich kommt 0 raus. Das wollen wir eigentlich erreichen. Wir haben also eine beliebige Zahl. Also eine beliebige Zahl Z. Ja, und die hat auf jeden Fall mal eine 0 am Anfang. Und zwar für das N. Und dann bekommt man jetzt hier Sternchen.
bisschen mal drei Sternchen gemacht. Und dann, so, und dann haben wir hier Wertigkeit 0, 1, n minus 1, n minus 2 und n minus 3. Das sind hier die Wertigkeiten, ja. Und jetzt addieren wir dazu noch eine Zahl, die negativ ist, das Komplement, ja. Und dann wäre die ja einfach das Stern quer, Stern quer, Stern quer. Und das Ganze geht bis hier runter. Ja, das heißt also, egal was ich einsetze, es wird getoggelt. Und dann möchte ich das zusammen addieren. Nein, ist ja klar. Eine beliebige Binärzahl oder Binärziffer plus ihr Komplement gibt hier eine 1. Das gibt eine 1. Gehen wir hier hoch, das gibt eine 1. Das gibt eine 1, das gibt eine 1 und das gibt auch eine 1. Ja? Und das heißt, was bekommen wir jetzt raus? Wenn wir jetzt hier lauter Einsen stehen haben, jetzt können wir im Prinzip, wir laufen sozusagen wirklich um einen Kreis herum. Ja? Das heißt also, das Ganze ist 2 hoch n plus 1 minus 1 und das entspricht jetzt der 0. Und das ist wichtig, das brauchen wir gleich. Das heißt, 2 hoch n plus 1 minus 1 entspricht der 0 im einer Komplement, so ist es einfach definiert. Das heißt, vereinfacht gesprochen, rechnen wir eigentlich nie mit negativen Zahlen. Wir interpretieren nur die entsprechenden positiven Zahlen so, dass wir in diesen Bereich wieder reinrutschen, indem wir einfach dieses 2 hoch n plus 1 minus 1 abziehen und damit in den negativen Bereich kommen. Das ist eigentlich die Idee dabei. Das heißt, wir rechnen sozusagen modulo 2 hoch n plus 1 minus 1. Und das ist der ganze Clou dabei. Und wenn man das verstanden hat, wird das Ganze einfach. Wenn man es nicht verstanden hat, kommt man, glaube ich, damit nicht klar. Das heißt also, wir haben einen symmetrischen Wertebereich. Ja, wir haben uns einen symmetrischen Wertebereich. Und da gucken wir uns gleich mal an, von wo bis wo der geht. Der geht jetzt also, wenn wir also eine Zahl anschauen, z, die soll ja bestehen aus zn, zn minus 1, und dann runter bis Z1 und Z0. Und so eine Zahl, die geht dann von minus 2 hoch n minus 1 bis 2 hoch n minus 1. Und wir haben aber ein Problem. Wir haben ja die 0 zweimal. Ja? Das heißt also, wir können sagen, dass wir, wenn wir das so betrachten, dass wir von der 0 gehen bis zu 2 hoch n minus 1 und dann minus 2 hoch n minus 1. Moment, das habe ich hier verschrieben. Sorry. Das muss natürlich hier heißen minus 1. Das Radiergummi hat kleine Probleme hier. Okay. Ich muss es, glaube ich, ganz wegmachen. 2 hoch n minus 1. Ja, dann minus 2 hoch n minus 1. Und dann gehen wir wieder zu 0. Und wir haben sozusagen hier ja, das Problem, dass wir zweimal die 0 haben. Okay, betrachten wir mal ein Beispiel, indem wir mal konkret betrachten, wie viele Bitstellen können wir denn haben. Und zwar sagen wir einfach, wir haben eine Zahl, die besteht nur aus drei Stellen. Also z2, Z1 und Z0. Ja? Dann können wir jetzt sagen, dass Z plus ZEK, also Z und das eine Komplement zusammen addiert, gibt 7. Ja, das haben wir ja gerade so gerechnet. Ja, und die 7, die entspricht der 0. Das heißt also, wenn ich die zusammen addiere, ja, kommt die 0 raus. Das heißt, wir laufen also modulo 7. Und das heißt, wenn wir jetzt Pendants haben, die werden wir uns gleich mal einzeichnen. Ich male mal so einen Kreis. Wenn ich mir mal so einen Kreis male, hier mal hin, und ich fange hier mal an mit, da brauche ich vielleicht doch verschiedene Farben, indem ich jetzt hier 0, 0, 0 hinmale und dann das Ganze jetzt so ein bisschen aufteile. Ja, gar nicht so einfach, das jetzt gescheit zu machen. Ja. So, und dann haben wir jetzt hier die 0,
0, 1, 0, 1, 0, dann 0, 1, 1. So, und dann gehen wir hier zu 1, 0, 0. Ja, und dann 1, 0, 1. Und dann 1, 1, 0. Und dann hier oben noch als letztes dann 1, 1, 1. So, und das heißt, jetzt können wir im Prinzip ja sagen, das hier ist die 0, das ist die minus 0, das hier ist die 1, das ist die minus 1, das ist die 2, die minus 2 und das ist die 3 und die minus 3. Und die können wir jetzt natürlich im Prinzip, ich hoffe, ich habe mal eine andere Farbe hier, können wir die jetzt verbinden. Ja, das heißt also minus 3 und 0 können wir verbinden. Ja, die minus 2 und die 1 können wir verbinden und so weiter. Das heißt also, die können wir alle mal verbinden. Und jetzt können wir im Prinzip so ein Pendant rausfinden. Und wir sagen jetzt, dass die Pendants, ja, die wir hier haben, die unterscheiden sich jetzt um 3. Ja. Also das wäre um 2 hoch n minus 1 und das wäre die 3. Und das heißt, wir können jetzt sagen, wenn ich das z, ja, darstellen möchte und das z jetzt am Anfang mit einer 0 und dann z1, z0, ja, im 2-System, dann kann ich das auch darstellen als mit einer 1. Das wäre die negative Zahl und dann z1, z0 im 2er-System. Und dann muss ich jetzt was addieren? Ich muss jetzt addieren 2 hoch n minus 1. Ja, das heißt also, ich habe jetzt hier plus 2 hoch n minus 1. Ja? Gut, im Allgemeinen kann ich jetzt natürlich sagen, ich nutze das erste Bit aus, genau nach dieser Formel. Also wenn ich jetzt genau diese Formel hier verwende, ja, wenn ich das jetzt hier verwende, was wir jetzt gerade spezifisch hergeleitet haben, dann kann ich jetzt sagen, dass ich also das Z, ja, darstellen kann im allgemeinen Fall, und das ist wichtig, als minus Z hoch Zn mal 2 hoch n minus 1 plus, und dann haben wir dann Zn minus 1 mal 2 hoch n minus 1 plus und so weiter bis runter nach Z0. Das heißt also, die erste Stelle, ja, die gibt uns sozusagen jetzt hier vor, ob es eine negative Zahl oder eine positive Zahl ist. Ja, ist das klar, dass wir das sozusagen hieraus dann ableiten können? Und das Schöne ist jetzt, wenn wir das sozusagen verallgemeinert haben, das kommt jetzt. Ja, dass wir das jetzt hier sehen können. Wir können jetzt also sagen, wenn ja ZEK plus Z gibt 2 hoch n plus 1 minus 1, dann kann ich auch sagen, ZEK ist 2 hoch n plus 1 minus 1 minus Z. Ja? Das können wir damit sagen. Und das bedeutet ja nichts anderes, als dass wir, wie gesagt, sozusagen im Kreis laufen. Ja? Also modulo das Ganze rechnen. Ja, das ist der Clou und ich hoffe, das verstehen Sie. Ja, die negativen Zahlen sind wiederum durch ein Gesetzesbit, wie bei Vorzeichen und Betrag, sind die sozusagen charakterisiert. In der ersten Stelle muss sozusagen Gesetzesbit sein, eine 1 sein. Und ja, jetzt die Bitfolge, die hat jetzt den Wert, ja, minus z mit minus zn mal, und das haben wir gerade hergeleitet, 2 hoch n, nicht 2 hoch n plus 1, sondern 2 hoch n minus 1, leite ich ihn gleich nochmal her, in Klammern, plus dann die restliche Bitfolge. So können wir das Ganze herleiten. Und das Ganze, und wie gesagt, schauen Sie sich das mal an, das ist nicht trivial. Ja, also Sie mögen jetzt da schmunzeln und hingucken und sagen, ach, das sind ja alles Dinge, die kann ich schon seit Jahren. Ja. Schauen Sie sich das nochmal in Ruhe an, das ist nicht trivial. Ja. Weil es hier wirklich darum geht, dass wir im Grunde genommen natürlich Zahlen, Dualzahlen verwenden, ja, die größer sind. Also wir verwenden eigentlich positive Dualzahlen, um negative Zahlen darzustellen, indem wir eben entsprechend immer diesen Teil sozusagen abrechnen. Ja, um in diesem entsprechenden, gewünschten, negativen Bereich zu bleiben, also negativ bis positiven Bereich zu bleiben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie das nochmal anschauen. Ja, also das wäre sozusagen die Bitfolge, die wir hier rausbekommen. So, und jetzt noch ein Beispiel. Und zwar
Das Beispiel hoffentlich zeigt das jetzt nochmal in aller Klarheit. Wir haben also eine positive Zahl. Wir haben also eine positive Zahl, und zwar z, und die Zahl ist dargestellt als 0, 1, 0 im 2-System, und das ist jetzt plus 2 im 10er-System. Also ganz, ganz einfach. Einfacher geht es nicht. Jetzt kann ich das 1er-Komplement, um Ihnen das nochmal zu zeigen, ja, ich nehme jetzt das 1er-Komplement, und beim 1er-Komplement interpretiere ich einfach als positive Zahl. Das kann ich ja machen. Ja? Das schadet ja nicht, weil wir uns vorhin darauf geeinigt haben, dass wir Modulo rechnen wollen. Dann kann ich also sagen, dass das Z1er-Komplement, das ist ja 1, 0, 1 im 2er-System, das ist ja nichts anderes als 5. Ja, ist also 5 im 10er-System. Nur dummerweise verlasse ich damit eigentlich den von mir vorgegebenen Zahlenbereich, den haben wir ja gerade gehabt. Ja? Wir wollen ja gar nicht über 3 hinausgehen, also wir wollen ja zwischen 3 und minus 3 sein. Ja? Das heißt also, jetzt wären wir bei 5. Das ist also nicht die richtige Interpretation, wir müssen hier jetzt noch was abziehen, nämlich 7. Ja, ich hoffe, Sie verstehen das. Ja? Das heißt, dadurch, dass wir Modulo rechnen, kann ich jetzt natürlich sagen 5 plus 7 plus 7 plus 7 plus 7, das ist alles korrekt. Ja? Ist immer die gleiche Zahl. Aber wir wollen die Zahl interpretieren in dem Bereich, den wir uns gerade vorgegeben haben. Ja? Zwischen minus 3 und 3. Also 5 würde außerhalb des Bereichs liegen. Wir können das übrigens auch nochmal anders herleiten. Wir können auch sagen, ZEK, das wäre 2 hoch 3 minus 1 minus 2. Das wäre natürlich auch 7 minus 2 und 5 im 10er-System. Das heißt, wir würden also den Bereich verlassen. Also, was müssen wir tun? Das 1er-Komplement, 1er-Komplement jetzt korrekt interpretiert. Was müssen wir also tun? Wir müssen in dem Bereich bleiben. Ja, das heißt also, wir sagen, das ZEK, das wäre jetzt 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. So, und jetzt rechne ich aber in den Bereich runter, in dem ich gerne sein möchte, minus 1 mal, weil mir gesagt, das ist die 0. Ich darf jetzt ja 0 abziehen. Ich darf 0 addieren, ich darf 0 abziehen. Ja, und 2 hoch 3 minus 1 ist in dem fixen Zahlenbereich, den ich betrachte, mit der Anzahl von Bits, entspricht das der 0. Ja, also 2 hoch 3 minus 1, 7 ist die 0. Ich darf also 7 abziehen. Und dann kann ich das Ganze jetzt ganz geschickt umschreiben. Und ich hoffe, Sie sehen die Eleganz des Ganzen. Ja? Sonst bitte fragen. Ja? Ich kann nämlich jetzt sagen, das ist 1 mal 2 hoch 2 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0 minus. Und jetzt 1 mal, und jetzt schreibe ich hinten 2 mal 2 hoch 2 minus 1. Und jetzt kann ich im Prinzip hier zusammenfassen, ich kann die beiden zusammenfassen und komme dann genau auf die Formel, die wir gerade hergeleitet haben. Das heißt, diese Modulo-Rechnung führt jetzt wieder auf genau die gleiche Formel, die wir gerade gemacht haben. Das heißt also, wir haben dann minus in Klammern 2 hoch 2 minus 1 plus 0 mal 2 hoch 1 plus 1 mal 2 hoch 0. Und das ist genau diese Formel, die wir gerade hergeleitet haben, ja, für die Definition der negativen Zahl. Ja. Wenn das erste Bit 1 ist, ja, wie es hier der Fall ist, dann muss ich hier sozusagen wirklich diese Zahl mit reinnehmen. Ja, also minus 3, ja, weil das ja die Pendants ausmacht auf dem Zahlenstrahl. Und das ist dann minus 3 plus 0 plus 1 und das ist dann minus 2. So, ich hoffe, das ist Ihnen klar. Ja, also alle, die noch vor 10 Minuten behauptet haben, negative Zahlen sind trivial, haben hoffentlich jetzt verstanden, so trivial ist es gar nicht. Ja, wir müssen also diese Modulo-Rechnung machen. Das heißt also, wir rechnen das Ganze aus, erstmal als positive Zahl, verlassen damit den Zahlenbereich, den können wir ja beliebig weit verlassen, ja, weil es eine Modulo-Rechnung ist, rechnen dann aber wieder zurück in den Bereich, der uns interessiert, formen das Ganze um und kommen damit genau auf diese Rechnung, die uns in diesem
Zahlenstrahl, der ja modulo angeordnet ist, ja sozusagen zwischen den positiven Zahlen und den negativen Zahlen hin und her schiebt. Ja? Und genau das kommt auch hier wieder raus, dieser entsprechende Ausdruck. Ist das klar? Okay, gut. Dann würde ich sagen, ja, Einer-Komplement hat den Vorteil, ist symmetrisch. Schön. Hat den Vorteil gegenüber der Darstellung mit Vorzeichenbit, wir müssen nicht mehr gesondert, haben wir ja gerade gesehen, wir können also ZEK plus Z gibt 0, wenn ich sie addiere. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja? Das heißt, wir müssen also keine Fallunterscheidung machen. Aber es gibt weiterhin zwei Darstellungen der 0. Das ist nicht schön. Ja? Das heißt also, wir haben eine Redundanz drin, die wollen wir eigentlich loswerden. Also, wir wollen im Prinzip diesen Nachteil jetzt erreichen, indem wir das sogenannte Zweierkomplement verwenden. Und das Zweierkomplement ist genau das Einerkomplement, indem wir aber nochmal plus 1 rechnen. Das heißt, alles, was wir gerade gemacht haben, Sie erinnern sich an dieses 2 hoch n plus 1 minus 1 oder 2 hoch n minus 1, addieren wir jeweils eine 1 und das heißt, wir haben dann 2 hoch n plus 1 und 2 hoch n, ja, um sozusagen die 0 zu differenzieren und sozusagen zwischen diesen Pendants auf dem Zahlenstrahl hin und her zu rechnen. Das heißt also, wir addieren einfach noch eine 1 dazu, bekommen so das Zweierkomplement, also Z, Zweierkomplement plus Z gibt 2 hoch n plus 1. Ich glaube, da müssen wir nicht lange diskutieren, ja, das ist jetzt offensichtlich. Und die Komplementbildung ist ziemlich simpel. Wir bilden sozusagen einfach wieder, wir toggeln einfach und addieren dann eine 1 und bei allen Nullern gibt es natürlich wieder sowas, ja. Und wir sehen das jetzt hier ganz schön. Die 0, ja, wird alles getoggelt, dann eine 1 addiert und so weiter. Ja. Und wir bekommen jetzt einen asymmetrischen Zahlenbereich. Das ist der einzige Nachteil. Ja. Das heißt, bei kleinen Zahlenbereichen, das Asymmetrische stört dann etwas. Aber wenn wir jetzt große Zahlenbereiche anschauen, ist es auch nicht so schlimm. Bei 32-Bit macht das natürlich keinen Unterschied mehr. Da ist es eigentlich ziemlich egal. Wichtig ist nur, dass wir die 0 eindeutig behandeln. Ja? Also es gibt eine 0 und hier geht es dann gleich mit der minus 1 los. Ja, also das ist sozusagen der kleine Nachteil, aber es ist kein Problem. Und jetzt sehen Sie hier auch wieder, dass wir sozusagen diesen Zahlenstrahl haben, der jetzt auch wieder modulo verläuft, ja, und mit dem gleichen Trick wie gerade, nur es ist eben jetzt 2 hoch n und 2 hoch n plus 1, mit dem wir sozusagen um diesen Zahlenstrahl herumlaufen. Ja, also alle negativen Zahlen werden jetzt um 1 verschoben, klar, das MSB bleibt aber gleich 1. Aus der ersten Stelle kann ich wieder das Vorzeichen ablesen und die Bitfolge, ja, die hat jetzt folgenden Dezimalwert, genau aus dem Einerkomplement abgelesen. Beim Einerkomplement addiere ich jetzt hier sozusagen plus 1, das heißt, ich muss minus zn mal 2 hoch n rechnen und dann die restlichen Ziffern aufaddieren und damit bekomme ich genau diesen entsprechenden Dezimalwert, ja, hier zum Beispiel minus 3. Und das Schöne ist jetzt natürlich im Vergleich zu Betrag und Vorzeichen, dass ich hier jetzt einfach beliebig Einser anhängen kann. Das heißt, wenn ich jetzt von 32-Bit auf 64 oder 128-Bit gehe, dann schiebe ich einfach Einser nach. Ja, und das macht das Ganze super trivial und für den Rechner extrem einfach zu behandeln. Das heißt, natürlich wird ein Rechner immer nur im Zweikomplement rechnen. Ja, gerade bei Festkommazahlen wird das alles im Zweikomplement gerechnet. So, bei jetzt hier n gleich 31, ja, sehen wir das hier. Wir haben also jetzt hier zum Beispiel die 2 dargestellt, die 1 dargestellt, die 0, dann die minus 1, ja, sehen Sie also ganz schön, ja, das ist also dann die minus 1, die minus 2, haben wir hier eine 0 stehen, ja, das ist also alles ganz dual der entsprechenden positiven Darstellung. Dann haben wir hier minus 2 hoch 31, das ist der größte negative Wert, den wir darstellen können, und dann, ja, das ist das hier, und dann 2 hoch 31 minus 1, es ist ja nicht symmetrisch, haben wir ja gerade gesagt. Ja? Also der größte positive Wert ist 2 hoch 31 minus 1, der kleinste ist minus 2 hoch 31, das wäre sozusagen dann der entsprechende, ja, weil wir hier eine 0 haben, ja, wäre der größte positive Wert. Und genau, soweit erstmal Fragen, dass wir die negativen Zahlen auf jeden Fall heute abschließen können. Ja, okay. Und dann, wenn wir jetzt mal überlegen, wir wollen die Zahl minus 77 mit 8 Bit darstellen, dann sagen wir erstmal, die positive Zahl 77, die wäre so dargestellt. Ja?
Jetzt kann ich natürlich mit Betrag und Vorzeichen, könnte ich im Prinzip einfach sagen, die minus 77 ist einfach 1. Ja? Aber das ist etwas, was unüblich ist bei einer Festkommazahl. Ja? Dann könnte ich jetzt im Prinzip, ich schreibe das mal hin, ich glaube, hier muss ich ein bisschen was ergänzen handschriftlich. Das wäre jetzt das Einerkomplement. Ja, das heißt also, ich bilde hier das entsprechende Einerkomplement, addiere dann noch die 1, bekomme hier, natürlich indem ich hier noch 1 addiere, bekomme ich diese Zahl, das wäre das entsprechende Zweierkomplement. Ja, und was kann ich jetzt alternativ machen? Alternativ kann ich jetzt Folgendes machen. Ich kann jetzt sagen, dadurch, dass ich verstanden habe, dass wir hier Modulo rechnen, kann ich ja sagen, das Alternativ, also alternativ, ja, sagen Sie es mir, wie kann ich noch auf diese Zahl kommen? Wenn ich ja weiß, dass ich eine Modulo-Rechnung durchführe, minus 77, wie kann ich das noch darstellen? Indem ich diese Definition betrachte. Was kann ich tun? Ist es zu trivial? Unterfordere ich Sie oder ist es zu kompliziert? Was kann ich tun? Wenn ich Modulo rechne, ja, dann kann ich doch die nächste positive Zahl anschauen und die muss den gleichen Dualwert haben, muss die gleiche Dualdarstellung haben. Und welche wäre denn das? Ich muss jetzt doch einfach nur noch plus 256 rechnen. Also wenn ich minus 77 plus 256 oder plus 2 mal 256 oder plus 3 mal 256, das ist eigentlich egal, weil ich ja in diesem festen Zahlenbereich bleibe. Ich verändere meine Repräsentation nicht. Und wenn ich das tue, dann kann ich doch jetzt einfach sagen, und ich glaube, das ist der Clou dabei, dass man das versteht, ich kann jetzt also sagen, dass minus 77 plus 256, ja, das gibt jetzt 179 und das muss die gleiche Repräsentation haben. Das hat also auch wieder 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ja, im 2, also das ist 10, ja, das ist sozusagen alles hier 10, ja. Und damit kann ich im Prinzip jetzt beliebig weit gehen. Jetzt kann die Frage natürlich von Ihnen sein, okay, wenn ich jetzt aber 10 Mal das Ganze mache, dann wird doch meine Zahl länger. Ja, der Witz ist aber, ich bleibe ja in dem Bereich. Ich möchte ja meine Zahl nur mit diesen Bitstellen darstellen. Und deswegen funktioniert das. Kann also wirklich immer im Kreis laufen. Ja. Und deswegen kann ich sozusagen auch wieder zurücklaufen und kann sozusagen in meinem Bereich bleiben. Und mein Bereich ist ja jetzt dann hier eben, dass ich in den negativen Zahlen bin, also von minus 127 oder was bis 128. Ja, da möchte ich drinbleiben. Und deswegen diese Repräsentation. Ist das klar? Gibt es da Fragen noch dazu? Sie fragen wenig heute. Okay, dann gehen wir noch mal ein Stück weiter, dass wir das heute wirklich abschließen. Ja, dann gibt es noch diese Offset-Dualdarstellung. Ja, das heißt, ich möchte mit einer Charakteristik darstellen. Das ist ja ziemlich klar. Das heißt also, ich möchte das vor allem für Gleitkommazahlen verwenden. Charakteristik bedeutet, ich möchte eigentlich von 000 bis 111 gehen zum Beispiel oder also bei 3 Bit. Und ich möchte im Prinzip dann umrechnen auf den tatsächlichen Exponenten. Und der gesamte Zahlenbereich, der wird jetzt so verschoben, ja, dass wir also als kleinste negative Zahl die Darstellung 000 haben und als größte dann eben 111. Und bei n-Stellen haben wir also ein Offset 2 auch n-1. Und der Zahlenbereich ist natürlich auch asymmetrisch. Das werden wir noch sehen. Da können wir uns jetzt mal hier anschauen, wie es denn aussieht. Betrag und Vorzeichen, da können wir die minus 4 gar nicht darstellen bei 3-Bit. Ja, und wir haben hier sozusagen diese Darstellung und wir haben die 0 doppelt dargestellt, einer Komplement, 0 auch doppelt dargestellt. Ja, und beim 2-Komplement haben wir sozusagen alles eindeutig dargestellt. Ja, und bei der Charakteristik gehen wir jetzt von 000 bis 111, ja, und müssen dann entsprechend umrechnen auf den Wert, den wir wirklich haben möchten. Ja, so, ich glaube, damit sind wir auch durch für heute. Ja, vielen Dank. Und dann sehen wir uns am nächsten Montag. Ja? Danke, tschüss.